Hallo zusammen und willkommen zurück zu Tiny Tinas Wonderlands mit Jule, ihrem quatschenden Schädel und ihrer... Kaboom! Genau. Ja, du warst gemeint. Hast du wieder aus dem Limo-Fluss getrunken? Ja. Hallo. Hi. Hallo, hallo, hallo YouTube. Gott tease. So, Wo müssen wir hin? Wir müssen, glaube ich, da hoch. Wir müssen... Da hoch. Okay, ja, ich komme dir einfach mal hinterher gelatscht. Sind ja gestern ein ganzes Stück zurückgelaufen, haben noch ein paar Würfelchen gesucht und haben auch noch ein paar gefunden. Ja, also hier gibt's noch ein paar, gab es ein paar Würfel und hier gibt es mit Sicherheit noch viele mehr. Ja, und wir haben... müssen dorthin, da ist noch eine Quest. Ja. Da oben. Zurück. Ach so. Ja, eigentlich zurück. Ja. Na dann. Ja, du willst darum gehen. Okay, gut. Dann gehen wir darum. Ja. Wow! Uiuiui! Ups, ne Fässer! Wo ist er hin? Tot! Hab ihn kaputt gemacht. Okay. Das ist eine Art Wirbelwind. Oh, Mist. Oh. Und diese runden Bubbeldinger hier, die kannst du anklicken, die öffnen sich dann. Und los. Da kommt dann irgendwas raus, wie Munition oder Heilung. Hm. Okay. So, na gut. Na dann schauen wir mal. War noch richtig? War ja. Richtig? Ja. Passt. Nicht mehr weit. So, wo sind wir denn jetzt? Achso, du willst da... Okay, alles klar. Genau, und dann sind wir eigentlich direkt... Ja, hier rum, ne? Hinter uns, hinten. Nee, wir müssen jetzt nach Süden. Ja. Und da hoch. Oder wenn das Süden ist. Merkwürdige Form, die Viecher haben, ne? Ja, ne? Die sehen echt sehr strange aus. Hier liegt noch eine grüne Armbrust rum. Interessant. Hm. So. Okay, noch ein Stückchen weiter. Hier links rum. Bei mir auf der Karte ist das woanders. Hm? Ja. Achso, hier. Spiel hier langsam, jetzt erst recht. Da, du willst zu lang. Okay, aber dann weiß ich nicht, ob wir da rüberkommen. Dann deckst du jetzt da die Karte auf. Meinst du das? Achso, nee, Quatsch, du hast recht. Wir müssen da oben rum. Aber da hätten wir was, wo wir die Karte aufdecken. Egal, ja, wir können auch mal erst zur Quest und dann die Karte aufdecken. Ja, dann lass da zur Quest laufen. Also hier hoch.
müssen wir hier hoch oder was, ne? Ja, genau. Hier sind wir richtig. Ein riesiger Smaragd steht da vorne. Oh. Huch. Huch. Ja, er ist im Moment ein wenig abgelenkt. Ah, er ja. Muss seine Aufmerksamkeit erregen. Ah ja. Was soll ich machen mit ihm? Flirten oder was? Wenn ich seine Aufmerksamkeit erregen soll? Doch. Ein Dings ist dort auch ein... Huch! Ach Mann, aus der Kiste kam so ein doofes Vieh raus. Ein... Verführen war es, nicht flirten. Verführen. Genau. Soll ich ihn mal anquatschen oder? Warte kurz. Muss noch kurz alles abgucken hier. Absuchen. Jetzt haben wir gerade noch die Gelegenheit, weil alles so schön ruhig ist. Mehr Würfel versteckt, ey. Hier, ja. Also hier auf jeden Fall, würde ich sagen. Ich glaube, hier spawnen dann nämlich auch gleich Viecher. Deswegen kann man hier hochklettern. Okay. Und diese Viecher, die hier kann man ja kaputt schießen, dann explodieren die. Und davon gibt es gerade einfach viel zu viel hier in dieser Nähe, weißt du? Ja. So ist es halt. Zu auffällig. Da ist ein Würfel. Ich sehe einen. Ich werde frei sein. Nein. Nein, werde ich nicht. Huch. Boing. Oh, hat ein bisschen geleckt. Warte mal, ich habe hier Grabsprosse irgendwas gefunden. Sieht aber gar nichts gesagt. Nee, sie hat nichts gesagt. Der hat auch bei mir gerade geleckt, der Würfel. Du hast den angeklickt, dann ist der verschwunden. Dann dachte ich so, der wäre weggepackt. Und dann ist plötzlich der Loot aus der Luft gepurzelt. Ja. Du bist doch Grabsprosse, oder? Ja. Guck mal, guck dir das mal an. Vielleicht ist das was für dich. Hat er Waffen gefunden? Oh, da unten liegt auch ein Würfel. Wo? Da hinten. Ah ja, ja. Warte mal, wo sind wir denn da? Ich weiß aber nicht, ob ich dann wieder zurückkomme. Sieht aber so aus, als könnte ich hier wieder hoch. Hier über den Pilz. Ich geh den mal holen. Achso, nee, du musst ja dann auch hier hinkommen. Ja, man springt auf diesen Pilz wieder zurück. Oh, eine lila Sense. Wenn du die auf dem Rücken hast, wird dann gewaltig groß. Bulliger Lumpf. Die tanzen. Kilomantenkraft. Warte mal gerade. Ich bewege mich nicht. Das sind 200er, das ist, Moment mal. Zwar weniger Schaden, ist aber schneller. Plus 16 Crit-Chance. Höchst effektiv gegen Rüstung. Naja. Geht so. So, und das Ding da. Kommt das denn da hin? Macht weniger Schaden. Naja, gut, dann verkaufe ich es eben. Kein Problem. Lalalala. Lumpf-Flüchtlingslager.
Ah ja, okay. Die tanzen alle. Gut, dann warte, gehen wir hier nochmal hoch, oder was? Ja, warte, warte. Ja. Komm hier nicht hoch. So. Du musst von links springen, hier, von hier aus. Da? Von hier? Ja, irgendwie von da, genau. Ach so. Ah ja, rückwärts. Okay. Sehr schön. So. Sehr gut. Mann, dein Charakter ist ja manchmal genauso ungeduldig wie du. Ja. Unglaublich. Ja, so ist er halt. Deswegen habe ich ihn ja gestellt. Sieht ein bisschen aus wie Dr. Disrespect. Nur mit ein Muskeln. Bisschen. Und er hat Scheiben von Baumstämmen auf seinen Knien. Ja. Ja. Gut. Na dann. Sprech ihn an. Ich sprech ihn an. Ich bin ein Knappe des Reiches und auf der edelsten Mission von allen. Rache. Okay. Laut ausgesprochen klingt das schlimm, aber jedenfalls muss ich den Ozean überqueren. Ich liebe zwei Dinge auf dieser Welt. Schiffest und große Explosion. Und den Respekt vor allen Lebewesen, ungeachtet meiner alten kulturellen Vorurteile. Drei Dinge. Ich krieg auch gar nichts mehr auf die Kette, seit meine magische Laute nicht mehr funktioniert. Was stimmt mit deiner Laute nicht? Ich weiß nicht. Sie ist aus Holz aus diesem Wald gebaut und deswegen wohl Spargel. Hab sie in einem Muskelspielwettbewerb gegen die Faustschlagfee gewonnen. Wie wär's, wenn du die Laute spielst? Wie ein Musikinstrument, statt damit rumzuprügeln. Voll die abgefahrene Idee. Genau deshalb bist du ein Held. Laute Solo! Oh Gott. Diese Kristalle sind böser als ich dachte. Sie entziehen dir bald die Seelenenergie. Und schicken sie zu mir zurück. Darum kann ich sowas tun. Plötzlich greift eine Horde Skelette die ahnungslosen Trottel im Wald an. Was? Was? Ich bin down. Oh. Warte, ich hol dich. Hast du vielleicht eins von diesen Fässern abgekriegt, als ich gerade einen Flächenangriff gemacht habe? Keine Ahnung, kann sein. Ich hab hier rüber geguckt. Deinesgleichen werde ich nicht erdulden. Das ist eine Heilung hier. Ja, such dir ein paar Kisten. Ja, von hier hinten kommen ja auch Viecher. Ah, ich komm zu dir. Let's go! Ich schieß nur auf dich, ja. Gut. Dann kannst du alle abballern. Ich lenk sie ab. Was denn? Wo denn? Da, bei dir? Eingefroren. Ja, du weißt schon, dass du die trotzdem noch wegmachen musst, oder? Wie denn? Was denn wegmachen? Na, wenn die eingefroren sind, die tauchen doch wieder auf. Ach so, dann kannst du da ein paar Schüsschen abballern. Irgendwo muss noch so ein Kristall sein. Der hier? Ja. Angefangen,
Gestalt zerstört hat! Die Schiebmagie kommt zurück! Weiter so! Da vorne ist noch ein Schiebdorn! Machen wir ihn fertig! Der Dragonlord benutzt also die Kristalldornen, um dem Wald Magie abzusaugen? Siehst du? Das gefällt mir irgendwie. Warum machen wir nicht auch einen auf Magieräuber? Weil es böse ist? Nicht, wenn wir sie für verzauberte Nachttöpfe für Waisenkinder nutzen. Oh Bam! Gott. Jetzt siehst du dumm aus. Verzauberte Nachttöpfe für Waisenkinder natürlich, ja. Guck mal hier, wie viel Heilung hier liegt. Alles voll. Warte, ich muss noch einsammeln. Sorry, ich habe noch nicht alles eingesammelt hier. Ja. Dann, Oh, ich bin aufgestiegen. Ja. Sehe ich gerade. GG. Achso. Hüpfi. Ja. Nehmen wir die Aufgabe hier an? Können wir machen. Hier? Bist du hart genug? Klar. Alle im Schluchzmoor. Okay, wir müssen hier lang. Ich muss kurz skillen. Ich bin... Ich denke... Ja? Okay. So. Hier lang. Hier lang? Da lang. Ich folge dir. Der Typ ist irgendwie schon weitergerannt. Das ist nicht schlimm. Wir haben ja hier die Quest. Oh hey, bist du metal genug, uns zu helfen? Ach. Deswegen die Boxen. Ja. Da waren wir ja gestern. Also quasi genau. Der Folge davor und das war wirklich gestern und da haben wir ja aufgehört. Wir haben uns schon gefragt, was diese Boxen hier sind. Ich bin Sinistrella. Frontfrau der Talons of Boneflesh. Halt, Silgaxis! Geheiligt sei sein finsterer Name. Im Grunde sind wir die krasseste Metalband der Welt. Aber unsere Outfits und Instrumente bringen das noch nicht rüber. Sie brauchen mehr Spikes und Hörner und so. Vielleicht kannst du uns damit helfen. Wie wäre es mit natürlichem Material? Holz oder so. Es muss aber böses Holz sein. Von einem bösen Baum. Klar? Ich habe schon weitaus absurdere Dinge als einen bösen Baum gesehen. Ja, yeah. Es soll da diesen gottlosen bösen Baum irgendwo im Wald geben. Vielleicht findest du ihn ja. Wir brauchen dringend neue Klamotten und Instrumente, die Metal schreien. Meine Neugier ist geweckt. Mit den neuen Sachen werden wir so krass aussehen und klingen. Wir zeigen diesen Posern von Playgrade Apocalypse, wer hier wirklich Metal ist. Was? Playgrade Apocalypse? Das hab ich gehört. Ah ja. Du jammernder Kackfleck. Also, das sind die da hinten. Du empfindlicher, verwöhnter, möchte gern Metal Poser. Keiner hier ist so Metal wie ich. Keiner. Du schon gar nicht. Klar, wenn du meinst. Adalbert. Die da drüben sehen echt aus, als wäre so vom Faschingskostüm. Festival. Ah ja. Ach was. Schreib deine Mami das in deine Buchsen, die
die dir kaufen? Diese Respektlosigkeit wird nicht ungesühnt bleiben! Cindy! Nenn mich noch einmal so und ich opfere dich unserem Dämonengott Zygaxis! Wem? Ist das dein kleiner imaginärer Freund? Dafür wirst du zahlen, kleiner Mann. Was? Ich sagte, dafür wirst du zahlen, kleiner Mann. Oh Gott, ey, die kommen echt nicht klar. Schon klar. Ja, ja. Du wirst auf unvorstellbare Weise leiden. Was? Nichts. Schon gut. Okay. So. Ich mach mal gerade ein Foto von der Metalband. Ja, mach mal. Denk ich Bilder machen. Die krasseste Metalband. Warte. So, so. Nee, so. Ja, die drei von der Tankstelle. So. Mit dir drüben, das ist. Also, die sehen ja ein bisschen cool aus. Aber das hier, das ist keine Metalband. Das ist einfach nur peinlich. Die krasseste Metalband der Welt. Okay. Ja, die sehen ein bisschen kacke aus. Ja. Ja, der hat ein Holzbein. Ja. Geil. So, okay, dann auf zum bösen Baum, wa? Moment. Brauchst du noch von der anderen Fraktion hier? Weil die habe ich nämlich gestern gesehen und dachte mir, wo kommen die denn? Welche, ey? Wie sehen die denn aus? Aber ja. Frage beantwortet. Ja. So, ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall einen bösen Baum finden. Ja, hier hin. Und dann müssen wir auf jeden Fall noch den anderen Typi finden. So. Da bin ich doch gestern rumgesprungen. Ja. Hä? Oh, hier für den Würfel. Da ist der böse Baum. Oh. Und auf der Lichtung seht ihr einen super duper mega böse aussehenden Baum. Und er blutet. Und er ist wie ach, was auch immer, er ist böse. Ihr wisst, dass er böse ist. Er sieht böse aus. Oh, endlich. Der böse Baum und Dinge zum Besiegen. Um ihn herum stehen lauter Skelettmagier. Sie greifen an. Effekte! Ja, aber ich. Dem bösen Baum machen eure lächerlichen Fernangriffe nichts aus. Ihr müsst wohl näher ran, um es dem bösen Baum im Nahkampf zu zeigen. Blutet der Baum etwa? Das ist voll Metal! Hier liegt ein blauer Zweig, voll böses Metal. Blutholz. Moment. Blutet das Holz immer noch, nachdem es vom Baum gehackt wurde? Wie kann das sein? Und wieso blutet der Baum überhaupt? Das ergibt doch alles keinen Sinn. Habt ihr nicht gemerkt, welche gruselige Atmosphäre ich geschaffen habe? Nein. Es ist ein böser Baum, du Idiot. Er wird immer böse Dinge tun, wie bluten und so. Es steht sogar im Botanicus Maleficarum. Weißt du denn gar nichts über böse Pflanzen? Nein, gar nichts. Ey, Moment. Er weiß überhaupt nichts über böse Pflanzen, das ist schlecht. Noch so ein Blutholz, hier ist noch eins. Huch, falsche Taste. Brauchen drei Stück, ne? Ja. Ja, das sollte gehen. Sogar mehr als das. Die Ketchup, was da rausläuft. Die Mission ist wieder voll. Ich hab einen Würfel gesehen, warte mal. Aber die haben wir doch gestern eingesammelt. Du weißt schon. Wie heißt es nochmal? Wiedergeburt? Hä? Hm.
Okay, jetzt fällt da der Loot runter. Komme ich denn hier irgendwie hoch? Ich habe das doch gestern eingesammelt. Das heißt, ich müsste alles von gestern normal sammeln. Wir hatten 3 oder 4 Würfel, da hinten sehe ich auch einen. Da. Hi. Guck mal nach da, wo ich gerade hingucke und hinziele. Siehst du den? Moment. Ja. Hä? Verstehe ich jetzt aber gerade auch nicht. Eigentlich müssten doch die Würfel weg sein. Ja. Lass mal schnell darüber flitzen. Und ich musste was wegschmeißen. Dunkelmagie. Na komm, egal. Kann nichts mehr mitnehmen. Blöde Idee. Ja, ich flieg zurück. Au! Oh shit. Waren hier nicht irgendwo Automaten? Die Rettung. Ja. Ich muss ganz kurz davor verkaufen. Irgendwelchen Crap-Scheiß. Wie viel Platz habe ich denn noch? Grünes und Weißes verkaufe ich auf jeden Fall direkt. Oh, ich habe noch jede Menge Platz im Inventar. Hä? Du nimmst weißen Kram mit? Ja. Das nehme ich gar nicht mit. Weil das oft viel mehr wert ist als das Lilane und so. Das Lilane kann ich teilweise sowieso nicht verwerten, verkaufe es. Ich gehe, wenn ich das sowieso nicht benutzen kann, gehe ich einfach nur nach Preis. Ich habe was Legendäres gefunden. Eine Kette. Oh, GZ. Fußwaffenschaden, Grabspross, okay. Mal 6% Zauberradius. Wie viel haben wir denn jetzt? Ein Skilldauer. Okay, ich komme zu dir. Dann, du bist da. Genau, da ist auch die gelbe Markierung. Ja. Ah ja, und ich habe noch einen gefunden. Was? Ja, dann komm jetzt bitte erstmal hier hin. Das ist mal ein Glückswürfel. Warum sammelst du denn jetzt den Glückswürfel ein? Weil ich den direkt hier gesehen habe. Ja, jetzt muss ich aber da rüberkommen und dann... Dann springen wir beide da hoch. Ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Da unten über den Pilz und dann hier hoch auf den. Weil jetzt muss ich da runterkommen und den Loot einsammeln. Das wäre toll. Ja. Und dann gehen wir zusammen da hoch. Achso, da lang. Den Pilz. Pilz? Da stand aber eben gerade eine 12 drüber. Wenn du den einsammelst, halte mal über den Würfel so ein bisschen die Maus hoch. Oh. Daneben. Eben nutzen. Bitte? Das geht nur eben nutzen. Ja, alles gut. Wenn der sich öffnet, halt die Maus mal ein bisschen höher. Da steht dann eine Zahl, die kommt in den Himmel quasi oder in die Luft. Und da steht dann, welcher Würfel oder wie vielte Würfel das ist. 13. Ja. Aber sie sagt, jetzt 10 von 20. Und die sagt gar nichts. Weil wir das nämlich schon haben. Okay. Das ist ja das Komische. Die haben wir gestern eingesammelt. Ja. Was? Gift-Tageldöner des Abhebens. Siehst du? Oder werden wir gerade beschossen? Ich schieße. Okay. Großes Magazin! Okay. Da. Merkwürdig. Ich verstehe das auch nicht so ganz. Weil das bedeutet ja, überall sind nochmal Würfel, die wir eventuell einsammeln können. Wir kriegen coolen Loot und müssen nochmal komplett zurück. Oder ist das einfach nur Bucky? Ich verstehe es gerade auch nicht, weil eigentlich wäre ich davon ausgegangen, dass die Würfel weg wären. Ja, sonst war ja auch nur diese Fläche unten zu sehen und das Spiel hat das auch gespeichert. Ja.
Das keine ist Ahnung. Blöd, weil dann haben wir auch nie die Prozentzahl, die wir eigentlich hätten erreichen können. Ich spüre es. Unser finsterer Dämonengott Zygaxis ist zufrieden. Seht nur, wie er uns mit krasser neuer Ausrüstung segnet. Heil Zygaxis! Geheiligt sei sein finsterer Name. Danke. Wir belohnen dich mit einem Song. Mach deine Ohren und deine Seele bereit. Heil Zygaxis! Geheiligt sei sein finsterer Name. Ihr spürt, wie die finstere Macht der finsteren Akkorde böse in eurer Herzseele erklingt. In meiner Herzseele? Genau, danke! Es funktioniert! Was passiert hier gerade? Schwarzes Metal beschwört die toten Jungs. Oh, schön. Wir sollten das womöglich aufhalten, oder? Womöglich. Wir könnten die Drachmachtkisten abhalten. Du meinst die Boxen? Was für ein dämliches Wort. Boxen? Ist was? Sollen wir die Boxen benutzen? Ich weiß es nicht, weil die sind kaputt schießen. Nee, kann man nicht. Achso, warte mal, hier hinten ist was. Komm zu dir. Hilf dir. Diese Fans werden langsam echt aggressiv. Echt jetzt? Warst du noch nie in einem Mauspiel? Das gibt's doch nicht. Ich bin schon wieder mit einem Schlag fast down. Stehst. Warte. Stehst du so nah an so einem Fass, wenn ich das mache? An dem hier? Ja, kann sein, dass ich da stand, aber da musst du auch drauf aufpassen, dass ich da gerade stehe, wenn du so ein Ding zündest. Ich versuch's. Scheinen in ihren Todesschlaf zurückzufallen. Oder ist, wenn du zu viel am Arsch hast, kann ich nur Fläche machen. Die Untoten ziehen sich zurück. Aber nicht alle. Aber die Band wird umzingelt. Sie könnte jeden Moment angegriffen werden. Verteidigungszeit! Los! Das Verteidigungsleben! Oder ich gehe ganz weit weg. Ob sie Agile lernen werden? Ich vermache meinen Körper der Wissenschaft! Ist es das hier? In jedem Leute! Oh, ich meinte, ja, das war verdammt cool. Yeah. Ich bin mit ihm hier. Lady Entfernung nicht. Ich mach das. Ach ja, wir haben gerade die Toten auferstehen lassen. Was habt ihr so drauf, du Kacklappen? Wirst du gleich sehen! Dafür brauche ich nur die Hilfe des Abenteurers! Mhm. Oh, schön. Na los, hilf ihm. Das wird amüsant. Gladiatoren-Stabilrüstung. Gott, wie heißt die? Gladiatoren-Stabilrüstung des blutdürstigen Gelehrten. Für mich. So gut wie eingeschmolzen. Gib dein Vermögen verantwortungsvoll aus. Mehr Material für neue Flugscharen. So, gut. Dann sollen wir offline verkaufen? Ich bin gleich fertig mit Verkaufen. Ja, ich habe noch nicht angefangen. Ich würde sagen, lass das offline machen und dann können wir die Quest ja weitermachen. Okay,
Alles klar. Dann sehen wir uns hier in der nächsten Folge nochmal wieder. Und dann schauen wir mal, was die andere Metal-Band zu bieten hat, falls die auch was macht. Bestimmt. Alles klar. Macht's gut. Bis dann. Ciao.